Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann herzlich willkommen. Ich hoffe, es gefällt euch, was ihr hier so zu sehen bekommt. Heute gibt's mal wieder eine Collaboration, organisiert von meiner lieben YouTube-Freundin Mary und von mir über unseren Instagram-Account YouTubers Collaboration. Wir machen eine Sail Away Summer 2017 Collab. Wir wollen halt auf Wiedersehen zum Sommer sagen und da haben natürlich auch wieder einige sehr talentierte Damen mitgemacht. Vielen Dank an alle. Wie immer gibt es alle Informationen zu der Collaboration unten in der Beschreibung von allen Teilnehmerinnen, die Links für Instagram und für YouTube. Schaut mal vorbei, die freuen sich alle. Wir haben wie immer auch eine tolle Collage, die Mary uns gemacht hat. Die habe ich ja schon am Anfang gezeigt. Zeige ich euch am Schluss auch nochmal. Da habt ihr alle Designs der Damen, sind immer sehr inspirierend. Und es ist auch immer wieder toll zu sehen, was für tolle Ideen dabei herauskommen. Jeder ist gerne willkommen bei diesen YouTube-Collaborations, Instagram-Collaborations mitzumachen. Also wenn ihr nur einen Instagram-Account habt, ist das möglich. Wenn ihr einen YouTube-Account habt, ist das möglich. Wenn ihr beides habt, ist das möglich. Ich link euch unseren Instagram-Account und unsere Facebook-Gruppe unten rein. Einfach bei beiden folgen, da gibt es alle Informationen. Wir posten immer früh genug, meistens einmal im Monat und immer so 3-4 Wochen vorher, wann die Collabs stattfinden. Jeder ist herzlich willkommen, dabei mitzumachen. Was mache ich denn heute so? Ich habe wie immer schon mal angefangen mit meinem Grundlackierung für die Nägel. Natürlich erstmal ein Basecoat, nicht vergessen. Dann habe ich hier von Funky Fingers, die habe ich in den USA gekauft. Das ist also einmal hier It's a Trap, ein dunkelblauer schimmernder Lack. Den habe ich hier auf meinem Zeigefinger und auf meinem kleinen Finger aufgetragen. Und dann habe ich hier noch den Moonstone. Das ist so ein Türkis, blau, ja, schimmert halt so wie so ein helles Meerblau und die fand ich sehr schön zusammen. Auf diese Nägel werde ich stempeln, wo ich also hier den Moonstone drauf habe. Und dann habe ich natürlich wie immer erstmal einen Topcoat aufgetragen, damit die Oberfläche schön glatt ist. Von diesen Nagellacken habe ich dann doch 3 Schichten gebraucht, damit der auch wirklich deckend ist. Da braucht man dann doch ein bisschen mehr. Dann werde ich hier auf die dunkelblauen Nägel mit Glittern drüber gehen, um so ein bisschen Highlight zu machen. Die werde ich nämlich nicht stempeln. Und ich habe mir da 3 schöne Glitter, das sind die holographischen Glitter von We Heart Nails UK rausgesucht. Da haben wir einmal hier den Totally Teal, dann habe ich den Turtle Beach und dann habe ich hier noch den, was ist es, Nummer 16, den Nautical. Dazu passend habe ich auch noch Stamping Lacke, komme ich aber gleich dazu. Die Glitter werde ich also hier mit dem Orly Bonder arbeiten. Ich habe ja hier keinen Gel-Lack, das heißt, ich mache eine Schicht von dem Orly Bonder drauf, lasse ich meistens so um die 3 Minuten trocknen, dann ist der trocken, dann hat er eine sehr sticky Oberfläche und dann kann man schön die Glitter auftragen. Dann stempel ich ja auf meine hell lackierten Nägel mehr Farben. So ein Gradient mache ich da. Hit the Bottle Stamping Polishes, Beautiful. Dann den Peacock Shimmer und dann habe ich hier noch den Electric Blue. Dazu benutze ich hier diese kleine Stempelplatte von Clear Jelly Stamper. Das ist die LC01. Und das sind meine Wellen, auf denen ich dann meine Schiffchen fahren lasse. Die Schiffchen, die stempel ich dann drüber doppelt mit I Blew It All On Polish und mit Hello There Beautiful. Die Platte, die ich benutze, um meine nautischen Segelschiffchen zu stempeln, das ist die Sailor Platte von Moyo London und zwar die Nummer 01. Und da werde ich hier oben Schiffchen benutzen und vielleicht auch von den Möwen. Mal schauen, vielleicht auch von dem Anker hier. Mal sehen, was wir alles drauf bekommen heute. Dann geht es jetzt direkt zum Stempeln, zum Glitter auftragen. Wie immer lasse ich das schneller laufen, also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen und wir sehen uns dann hinterher mit dem Finish Design. Bis gleich. Thank you.
Da bin ich wieder, alles soweit fertig und mir gefällt sehr gut, wie es geworden ist. Ich habe jetzt allerdings die größeren Motive mit den Schiffen dann nochmal mit dem Blau oben drüber gestempelt. Das fand ich, kam dann einfach besser raus. Die kleineren Motive hier mit dem Kompass und mit dem, da habe ich dann nochmal den Holo drüber gestempelt. Das hat mir dann gut gefallen. Auch mit dem Glitter, das hat wieder sehr gut funktioniert. Der Orly Bonder, da kann man das hier einfach so drüber patten mit dem Finger. Es ist sehr, sehr schön geworden. Es ist wie so ein schönes Glitter Gradient. Ich habe hier auch die Halogenleuchten an, damit man das schon sehen kann. Was meint ihr denn zu meiner Bye-Bye-Sommer 2017 Nail Art Collab? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, ihr schaut euch auch die Designs von den anderen Damen an. Nochmal alle Info zu unseren Collabs unten in der Beschreibung. Das war's dann für heute. Falls ihr noch Fragen oder Kommentare habt, bitte gerne unten in der Kommentarbox eingeben. Ich freue mich immer über eure lieben Kommentare und ich beantworte gerne eure Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, hier unten, da in der Ecke rechts, wo mein Bild ist, einfach draufklicken. Kostet euch gar nichts und dann verpasst ihr keine meiner künftigen Videos. Und ich freue mich, weil dann sehe ich euch im nächsten Video wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle kommende Herbstzeit, wo immer ihr auch seid. Und tata, bis zum nächsten Mal.